So, und damit herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Nights 2. Wir wollen in den brennenden Hain reisen und ich... Mittleres Risiko für unsere Gesundheit. Ja, ich weiß nicht, ob wir das auf Basis unserer derzeitigen Geistenergie errechnet hat, dieses Risiko. Ob es wirklich so fortschrittlich ist. Oder ob er das generell sagt. Deswegen, wir gucken wirklich mal, weil unsere Geistenergie ist sehr niedrig. Diese Last ist zu viel für mich. Was? Dirgedet? Ja, ich habe die Uhr angestellt und mein Handy hängt hier zum Aufladen an meinem Dings. Ja, ist gut, ist gut. Ich möchte das jetzt nicht immer sehen. Ich habe gecheckt, dass das da verbunden ist. Alter. So, du hast genug Akku, um jetzt erstmal so zu laufen. Es hat, glaube ich, ein bisschen Wackelkontakt. So, unsere Stärke ist verringert, schätze ich mal. Weil die Geistenergie ist noch weiter gesunken. Oder? Was ist hier jetzt los? Ach so. Oder? 6, minus 6 auf alle Attribute, ja. Das sieht dann so aus. Schlecht sieht das aus, sehr schlecht. Ja, 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 ja. Aber wir müssen ja noch auf hier Dings kommen. Auf Stufe 5. Jetzt sind wir auf Stufe 3, minus 4 auf alle Attribute. Okay, gut. Aber wir machen weiter, bis wir auf Stufe 5 sind, falls wir das überleben. Wir haben ja, wie gesagt, eine Heilerin bei uns und wir müssen dann halt gleich mal Gepäck umverteilen, weil ich euch auch mal zeigen will, wie das dann aussieht. Ich bitte euch, mir sofort Nein, zu folgen. Wie das aussieht, wenn wir... Ich kann nicht mehr reden. Wenn wir dann hier unseren eigenen Geist verzehren. Ich würde sagen, wir werden es auf jeden Fall überleben. Jetzt sind wir nicht mehr bepackt. Gut. Ja. Und wir wollten noch einmal Wunden heilen oder so, bevor wir dann anfangen, mit dem Geist zu sprechen. Ach nee, wir müssen ja irgendwas mit irgendwas bestreichen, oder? Ja, ist gut. Oh, wir haben mal nur einen Schaden bekommen. Das finde ich sehr schön. Wahrscheinlich ist der Bug... tritt nur in diesem einen Gebiet auf. Ja. So, was haben wir? Wir haben doch irgendwas erhalten von ihr, oder? Genau, Glas mit konzentrierter Orglasch-Essenz. Die Frage ist, ob wir das anwenden. Oder ob wir das im Gespräch aktivieren. Das müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht müssen wir eine Nahkampfwaffe ausrüsten. Ich guck mal, was wir hier haben. Haben wir noch einen Dolch oder sowas? Sonst musst du uns mal den Dolch wieder leihen. In der Tat. In der Tat. Dann nehmen wir den noch mal. Und... Eure Waffe ist jetzt eiskalt, selbst aus der Ferne, und würde vermutlich alles einfrieren. Okay, sehr gut. Also Nahkampfwaffe. Aua. So, wo ist der Gestolz? Ach, die ist da drin. So, dann reden wir mal mit ihr. Brennt den Wald nieder, sein Geist. Brennt den Wald nieder. Gut, dann greifen wir ihn vielleicht mal an. Hä? Oder müssen wir die Essenz auf ihn anwenden? Kann das auch sein? Er redet nicht richtig mit uns. Dann schmeißen wir ihm das Ding mal entgegen. Geht aber auch nicht. Oder können wir hier irgendwie den Baum... Ah, weg von meinem Feuer! Gut, wir müssen also erstmal den Wald löschen. Gut. Ihr werdet leiden. Das werdet ihr büßen. Nö. Gegen die Vettel gekämpft. Werde auch euch gegen euch kämpfen. Nun, bis jetzt macht er ja noch nichts. Wahrscheinlich wird... Jetzt macht er etwas. Feuergestalt. Können wir sie nun nicht mehr untersuchen? Doch. Über eure Geschichte... Achso, es ist unsere Geschichte. Feuergestalt. Untersuchen.
Dieses gequälte Wesen ist über 3,5 Meter groß und von glühenden Flammen umgeben. Seine finsteren roten Augen zeugen von Bosheit und Hass. Gut. Aber jetzt haben wir ja diese eiskalte Waffe. Können wir damit extra Schaden anrichten? Frage ich mich. Können wir... Wir beschwören erstmal den Orklasch. Der müsste ja... Oh, ich glaube, wir haben ihn einmal getroffen. Ach, jetzt können wir mit ihm reden. Brennender Hass. Tagebuch. Der Feuergeist ist besiegt, aber seine Überreste brennen noch immer hell genug, um den Wald erneut zu entzünden. Der Geist muss mit Gewalt gelöscht werden, vielleicht sogar exorziert. Glücklicherweise besitzt ihr als Geistzehrer die nötigen Mittel dazu. Ah, sehr fein. Wir haben hier ja ewige Ruhe. Ah, okay. Trotz der Niederlage brennt die Feuergestalt weiter ab und an, lodern Flammen bei nahen Bäumen auf. Wir werden den Geist... Nee, wir gießen erstmal... Okay. Wir konnten keine ewige Ruhe gewähren, deswegen habe ich das nicht gemacht. Jetzt werden wir natürlich noch weiter Schaden erleiden, aber wie gesagt, dadurch können wir ja wenigstens... hier, was wollte ich sagen? Wir können dann wenigstens... Können wir dann eben... Kann ich zeigen, wie das ist, wenn man hier Hungerstillen macht. Hungerstillen ist den eigenen Geist benutzen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Jetzt haben wir ja eigentlich alles erledigt. Geistenergie 14. Ich würde jetzt gerne Garn holen und mit ihm nochmal zu diesem Stein, diesem Traumstein reisen. Ehe wir hier weitermachen. Genau, vielleicht kommen wir dann auch in die Verlegenheit, das gleich einmal vorführen zu können. Ich speichere aber vorsichtshalber ab, falls wir lieber hier unten nochmal rumhühnern, falls wir dann gleich sterben. Genau, und weiter geht's. Zurück nach Mulsand hier, um Garn zu holen. Ich bin mal gespannt, ob wir das überleben. Das Schleiertheater ist das so, oder? Brendehain? Nee, wir wollen zum Schleier. Im Schleier... Die Reise ist zu kurz, dass sie wenig Einfluss... Hä? Also ich finde, das nach da ist länger als so. Aber, naja, wie du meinst. Wir leben noch. Wir leben noch, die Geistenergie ist auf 10 gesunken. Ihr dürft ruhig mitkommen. Ist gar kein Problem. Und dann werden wir hier mal eintreten. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt wieder allen Schaden auf einmal, weil bei ein paar Maps ist das so und dann bei ein paar anderen ist das eben anders. Ja, das ist total sinnvoll, was ich hier rede. Und dann... Oh, das ist doch nicht schön. Was sollen denn die Kunden sagen? Ich meine, die Zuschauer. Ah, ihr seid wieder da. Und womit kann ich euch dienen? Ah, wir müssen ja auch noch mit ihm reden, nicht wahr? Machen wir das jetzt noch? Ich will, dass ihr mich begleitet. Ah, aber ihr habt doch schon eine ganze Meute... Kaldin brauchen wir. Ich finde Saphir. Wenn ihr es so wünscht. Hervorragend. Ich kann es kaum abwarten, wo die Winde uns nun hintragen. Ich hoffe nicht deine Winde. Gut, Garn kann auch noch aufsteigen. Und dann werden wir noch... werden wir mit ihm reden? Ich weiß nicht. Wir steigern jetzt erstmal Garn. Und dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge anfangen, mit ihm zu plaudern. Dann ist das jetzt halt mal eine extrem kurze Folge. Ist dann halt so, wow, ich glaube, Weisheit wäre für ihn ganz gut, auch wenn dadurch nicht viel verändert wird. Massentodesschutz wäre ganz gut, würde ich sagen. Finde ich gut. Und empfohlen und dann geht es einfach mal weiter. Sehr gut. Und dann verabschiede ich mich jetzt schon. Wie gesagt, die Folge war dann ein bisschen extrem kurz, aber wir haben den Hass besiegt. Das ist ja auch schon sehr gut. Wir nehmen wieder nur noch einmal Schaden. Was ist denn das hier? Geisterschwächen. Das ist auch sehr schön. Wir haben mit ihm irgendwie nie so richtig gespielt, weil, naja, wie soll ich sagen? Es ist jetzt nicht so der Hit. V war das, ne? Ja, genau.
Ja, ich hoffe, auch wenn es kurz war, hat es euch gefallen. Einfach mal sowas zwischendurch. Und ich würde sagen... Bis wir wieder einen Traum teilen. Oh, die können sich ja auch verabschieden. Bis wir wieder einen Traum teilen. Das heißt am Mittwoch. Auf Wiedersehen. Und da werden wir unsere Träume mit Garn teilen und gucken, wie wir uns da anstellen. Ich weiß nicht, ob ich mit seinem Sarkasmus klarkomme. Man weiß nie genau, wann wir ihn verletzen und wann nicht. Na, mal gucken. Wir werden sehen. Bis dahin.